Das heißt, du bekommst eine Kiste. Da. Danach da. Und warum hakt das jetzt hier? Also, weil nicht genug von dem Zeug reinkommt. Ja, das sollte sich ja bald auch regeln. Und wir brauchen auch nicht so unendlich viel von dem Rubber, bisher zumindest. Wir brauchen nur eine Handvoll, um die Dreierpuls ordentlich herzustellen, damit wir halt dieses ganze Kladderadatsch-Zeug hier drin rausnehmen können. Das hier ist ein Originalpol, ne? Ja, das heißt, der Originalpol dahin. Der da, der kann der da raus. Dich dahin, den kann der raus. Und so halt nach und nach wieder die ganzen. Und so halt nach und nach diese ganzen Lückenfüller rausnehmen, dass dann, ne, das Ganze wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. So. Ja, kann ich hier noch irgendwas boosten? Ja, ich brauche hier definitiv ein schnelleres Ärmchen. Und zwar nimmst du bitte von da nach da. Da sieht gut aus, weil der hier kommt im Rauslegen gar nicht her, weil es bis hier sich gestaut hat. Wie schaut es hier aus? Der wird jetzt im Dauerbetrieb sein, aber das kann ich nicht verbessern durch irgendwelche Ärmchen. Das ist der Bioprozessor selber einfach zu langsam. Das heißt, eventuell müssten wir noch einen zweiten Bioprozessor dazwischen schalten. Aber ich denke, das geht ganz gut auch so vorerst. Da. So, warte, Resin kommt damit rein. 4 Resin für ein Rubber, das ist echt eine schlechte Quote. Aber sei es drum, das ist jetzt eine Sache, die läuft erstmal eine ganze Weile. Immer wieder überraschend, wenn plötzlich die Handwerker auftauchen. Also, das läuft eine ganze Weile und wir holen das dann ab und dann ist gut. Wir können die Bio-Sache allgemein allerdings jetzt nicht abhaken. Die wird uns noch verfolgen, so wie ich das sehe. Weil wir aus dem Zeug da, glaube ich, noch andere Gase herstellen konnten. Ah. Oh, wir kriegen auch keinen. Was fehlt dir? Oh, ein Ärmchen. So, so. Das arme Erbchen, bist du lahm. Egal. Also, das haben wir abgehakt. Wo ist mein Spielzettel? Hier. Das ist das. Hier. Also, Poles, Ausrufezeichen. Kann ich durchstreichen. Sauber machen Rohre. Habe ich hier auch noch stehen. Ich glaube, das habe ich auch gemacht. Damit ist gemeint, die ganzen Kupferrohre, die ich zwischenzeitlich setzen musste, dass die wieder ersetzt werden durch ordentliche Messingrohre. Ich denke, das kann ich aufstreichen. Wenn mir irgendwo nochmal Kupferrohre auffallen, werde ich die eh im Reflex ersetzen. Bin ich mir relativ sicher. Ja, kann also durchgestrichen werden. Ich habe jetzt noch einen Punkt, mehr Grünanlagen. Ja. Mehr Grünanlagen hatte ich aufgeschrieben, weil das hier nicht so super lief mit dem Brennstoff. Und das sieht auch nicht gut aus. Das war vor kurzem noch 688 oder so. Jetzt ist hier nichts mehr drin. Das heißt, wir haben definitiv Stromprobleme. Oh. Das läuft doch reibungsloser, als ich dachte. Oh, aber die stehen alle still. Ja, das ist nicht gut. Kann ich vielleicht... Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich hätte gerne noch 1, 2... davon. Liquifier. Und dann probiere ich jetzt einfach, ob ich die hier zwischenquetschen kann. Also quasi diesen Cluster von
Pflanzenfasern, diese komischen Pellets, Bricket und dann so weiter, dass ich das hier auch nochmal reinquetsche, dass die dann auch nach da rausnehmen können. So in der Hoffnung, das ein bisschen dadurch zu optimieren. Und wollte ich das hier nicht eigentlich lassen? Aber dann kam nicht genug von unten, ne? Na, wahrscheinlich. Gefällt mir trotzdem nicht. Ich kann ja mal hier... Achso. Hier einen Tank zwischenschalten und einen Top-Up-Valve. Blinkt nichts gelb auf, ne? Ja. Ein Top-Up-Valve dahin tun. Gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Oder ob der vielleicht einen regulären braucht, um rauslegen zu dürfen. Allows flow if the output side is below 80. Ist er momentan, ja, leider. Aber es hat nichts damit zu tun, dass nicht anderweitig mehr produziert wird, sondern wahrscheinlich, dass einfach die CO2-Produzenten hier unten so weit weg sind, dass sie es nicht schaffen, das hier komplett zu füllen. Ja. Ja, na gut. Ich wollte ein Liquefier hier so reintun. Ich brauche Eisen, ja. Ich brauche alles Mögliche gerade wieder. Ich drücke mich davor, noch einen Supply Run zu machen. So, du nimmst bitte von da nach da. Copy-paste, copy-paste. Und dann hätte ich noch ganz gerne von da nach da. Und das schmeißen wir runter zu einer regulären Fabrik, die ich auch nicht mehr habe, weil ich kein Eisen habe. Okay, Supply Run muss sein. Also Supply und Ausmist Run. Gibt es die Ausmistkisten noch? Und ja, ich laufe gerade nach unten, um wieder Sachen nach oben zu schicken. Das ist vollkommen richtig. Ich brauche die ganzen Bio-Sachen jetzt nicht mehr. Ja. Alles irgendwie nach oben. Sieht schon besser aus. Gut. Dann brauche ich neues Eisen. Ich brauche keine Kupferrohre. Nein. Ich könnte mal alle MK1er zu MK2ern machen. Um Platz zu sparen. Jo. Ich nehme auch mal ein 100er Set regulärer Eisenrohre mit. Nicht um sie zu legen, sondern für diverse Rezepte, die halt Eisenrohre brauchen. Und keine anderen Rohre akzeptieren. Es ist faszinierend, wie mich eine Kiste voller Eisenplatten erheitern kann. Das, ja. Zwei Stecken Stahl. Ja, definitiv hier die Metalle weiter. Ist auf meiner Liste, ich weiß. Aber ich mache erstmal oben weiter, das ist wichtiger, denke ich. So, dann hätte ich ganz gerne ganz viele Fabriken. Da mangelt es jetzt an Basic Electronic Components. Wir haben hier unten keine Anlage für Basic Electronic Components, ne? Nee. Braucht Carbon. Können wir überhaupt bei unserem momentanen Stand Carbon herstellen? Ja, können wir. Es gibt nur ein einziges Rezept dafür. Krass. Also hier, Projektkiste. Unbedingt mitnehmen. Liquefier. Ich ab und an. Hm.
Ist gar nicht so super viel Praktisches hier. Ja, dann baue halt blaue Fabriken, damit ich einfach nur was habe, wenn ich es mal brauche. Das muss ja nicht immer die schnellste Fabrik sein. Und ganz viele Ärmchen auf Vorrat. So, da ist jetzt mein Crafting erstmal eine ganze Weile ausgelastet. Huschen wir nach oben. Und hoffen, dass wir es mit den Brennstoffen jetzt in den Griff bekommen. Das heißt, ich setze jetzt erstmal hier gleich eine blaue Fabrik hin. Und kann ihn ja später immer noch umwandeln. So. Hier zum Beispiel fehlen auch noch die aktuellen Poles. Damit ich jetzt einen kleinen Kram dazwischen rausrupfen kann. Da wär's zum Beispiel du. Und du da oben, oder komm ich nicht ran? Besser. Dann Pelletproduktion dahin. Jetzt brauchen wir die ersten Ärmchen. Sind leider in der Quer-Quer noch ein bisschen weiter unten. Abbrechen, 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 abbrechen. Hier haben wir einen Stack-Inserter, ne? Platz. Und können das Ärmchen genau mittig hinlegen, dann ist es mit dem 2 aus der Richtung, 2 aus der Richtung und dem Winkel wesentlich besser. Da, nach da. Komme ich wieder raus? Ja. So, müsstest du ein blaues Ärmchen sein? Nee, geht auch so. Okay, das heißt, das Ding... Kriegst du jetzt? Hier stauen sich die Bricks. Die F. Ach so, hier fehlt das Dingens. Das da drunter. Ja, das geht gar nicht. Warte. Du da. So. Eins da, eins da. Nimm bitte raus. Nimm bitte rein. So. Kann ja nicht angehen. Okay. So, meine Frage war jetzt, ob ich die Pellets von hier aus direkt in noch eine neue Fabrik lege für neue Holzblöcke. Oder ob ich die Pellets einfach hier mit reinpumpe, damit das Ding durchgehend arbeitet. Das kann ich jetzt leider nicht so sehr nachvollziehen bei dem, weil halt hier gar nicht gearbeitet wurde. Wie schaut es denn hier aus? Hier wartet er auf Pellets. Ziemlich, ziemlich lange sogar. Ja, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Er wartet lange auf die. Das heißt, es würde sich lohnen, hier die einfach rauszunehmen. Von da nach da. Auf dem Fließband zu legen und hier mit rein zu pumpen. So, dadurch haben wir durchgehend mehr Woodbricks, dadurch haben wir hoffentlich durchgehend mehr davon. Und ähnlich machen wir es hier nebenan nochmal. Das heißt, wir nehmen uns jetzt wieder einen Liquifier, bappen den hier hin, den kriegen wir. Ein Ärmchen da, du legst von da aus nach da irgendwie rein. So, noch einstellen auf Pflanzenphase. Und dich von da nach da. Dann haben wir einen Pelletproduzenten auf. Der kann auch hier auch sein, ne? Dann passt das besser mit den Abständen, ja. Von da nach da. Du machst bitte die da.
wirfst die auf Fließbänder, die wir nicht haben. Wir haben definitiv oben in ja, muss ich gleich gucken. In Warehouses Tonnen von MK1 Fließbändern. Ja, und allein das, wenn wir das jetzt bei allen Fabriken irgendwie dazwischen dröseln, sollte das gut helfen. Muss es aber auch bald, ne? Da sammelt sich gerade nichts mehr an Brennstoff. Fabriken, Algenfarmen. Da ist nichts Neues dazugekommen, was wirklich jetzt verwunderlich wäre. Ja. Na gut. Ich schaue jetzt mal nach oben. Zum einen wegen MK1 Fließbänder, damit ich den durchgehend das selber craften muss. Dann aber auch für Rubber. Da und da zum Beispiel. Sehr gut. Also auch für Rubber. Damit ich mehr MK1 Dinger herstellen kann. Die brauchten wir auch für irgendwas hier unten, oder? Sodiumhydroxidgedöns. Da, ich sehe eine Kiste. Wie viel Unmengen davon hast du schon verbraucht? Gar nicht so viel. Zellulosepaste. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Super. Egal, es ist da, falls wir nochmal da was forschen möchten. Müssen, wie auch immer. Alle fleißig am Arbeiten. Und 11 Rubber. Nicht die Welt, aber hey, es sind 11 MK3 Poles. In 5 bis 10 Minuten so den Dreh. Ja. Die können wir mit Modulen auch boosten. Und wir können aber mehr Farmen machen, aber das wird sich schon mit der Zeit stauen. Wir werden es eh noch früh genug alles ausbauen müssen, sobald wir anfangen, andere Sachen hier heraus herzustellen aus der Biomasse. Aber wir können daraus auch das synthetische Gas herstellen und ich glaube sogar Nafta. Das rosa Gespenst seit 100 Folgen. Nafta. Immer wieder zwischendurch ein bisschen setzen. So, nächstes Ziel. Basic Electronic Components. Ja. Also Metall klingt zwar wichtiger, aber die Basic Electronic Components brauchen wir halt für die besseren Fabriken. Und ich glaube auch für bessere Ärmchen, nein. Da kann ich auch ein paar von bauen. Oh, es muss automatisiert werden. Wir brauchen definitiv sehr viel. Oh. Das sieht so schlecht aus mit dem Brennstoff. Hier, wirf das da mal rein. Okay, vielleicht doch erstmal hier weiter ausbauen. Hm? Ja, sehe ich auch gut. So. Das ist dann erstmal weg. So. So. Zellulose Fiber. Kann ich das nicht einfach copy-pasten? Ja, das wäre einfacher. Passen sollte es ja, weil hier alles identisch ist. Also ich mache einen Blueprint von dem allen hier bis inklusive der Fabrik. Nee, nicht mit der Fabrik. So. Leg das dann hier drüber. Hier drüber. Ja. Einzige Problem sind die Ärmchen hier. Und dass du ein Liquify MK2 bist und ich habe kein Liquify MK2. Bau, bau, bau. Bau, 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 bau. Ja, und das Ärmchen halt, weil wir hier das Rummel-Dümmel-Dümmel nicht haben. Das hier.